Nach ihrem fast 35-jährigen Bestehen wurde die Kollektivkneipe Syndikat Bar am 7. August dieses Jahres geräumt. Christian vom Syndikat Kollektiv wird uns heute erzählen, wie das so abläuft in einer Kollektivkneipe, wird von der 35-jährigen Bestehensgeschichte erzählen und auch, wie die Räumung so ablief. Christian, bitteschön. Ja, vielen Dank, Viktor. Herzlich willkommen zum Vortrag Syndikat Bier, Birnen, Bullen beim diesjährigen Chaos Computer Kongress. Zu Kapitel 1, Bier. Das Wichtigste natürlich in der Kneipe. Prost erstmal. Das Syndikat wurde als Kollektivkneipe 1985 gegründet. In der ganzen Zeit gab es nie einen Chef und es gab auch keine Hierarchien. Die Kollektive haben zwar gewechselt im Laufe der Jahre, aber die Idee des Ladens ist eigentlich gleich geblieben. Alle Entscheidungen wurden gemeinsam getroffen, alle haben das Gleiche verdient und wir haben uns zusammen überlegt, was und wie wir in der Kneipe machen möchten. Das erzählt ja mal das Syndikat noch von außen. Es war halt auch immer ein Raum, sowohl für Nachbarinnen, Rentner aus der Gegend, Hartz-IVer, Punker, Studierende, Akademiker, alles Mögliche war da. Das Einzige, was bei uns nicht willkommen war, waren Nazis, Sexisten, Homophobe und andere Arten von Arschlöchern, die wir einfach nicht haben wollten und die dann auch sowohl von uns wie von den Gästen gerne entsorgt wurden. Eine der Besonderheiten war, dass wir in den ganzen 35 Jahren alle Trinkgelder gesammelt haben und gespendet haben an ganz viele verschiedene Projekte, also sowohl an von Repressionen betroffene Menschen, aber auch ein Waisenhaus auf Sri Lanka, die Oma von gegenüber, wo die Grundsicherung zum Monatsende nicht reichte, um sich noch die nötigen Medikamente zu kaufen, aber auch zum Beispiel die Sea-Watch. Gleichzeitig haben wir bei uns auch immer wieder Soli-Partys gemacht, fast einmal im Monat eigentlich, wo wir Gelder für diverse Projekte und Initiativen gesammelt haben. Hier sieht man jetzt gerade zum Beispiel ein Konzert von der Shanty-Crew Kreuzberg, die einmal im Jahr bei uns aufgetreten sind und ihre Lieder zum Besten gegeben haben. Und auch dabei wurde in der Regel ging ein Hut rum und es wurde Geld gesammelt bei der Shanty-Crew, meistens auch für die Sea-Watch, weil einzelne Leute von denen auch mit in dem Verein waren. Es gibt kaum Fotos aus dem normalen Kneipenleben, weil wir immer darauf geachtet haben, dass es halt ein Ort ist, wo man sich frei entfalten kann und wohlfühlen kann. Und wir nicht wollten, dass alles fotografisch dokumentiert ist. Wir hatten keine Lust, in irgendwelchen Reiseberichten auf Instagram zu sein oder auf irgendwelchen Facebook-Seiten oder Ähnliches. Wenn wir irgendwas angekündigt haben, hat das meistens über unsere Tafeln stattgefunden, weil bis vor 2 Jahren waren wir auch eine komplette Offline-Kneipe. Also wir hatten nicht mal eine E-Mail-Adresse oder Ähnliches. Diese Art von Plakaten hingen auch überall in der Kneipe. No Photos, Live is not a Facebook-Timeline. Und da haben sowohl wir wie auch unsere Stammgäste wirklich immer darauf geachtet, dass es eigentlich keine Fotos gibt aus der Kneipe, weil es gab auch mal den Vorfall, dass ein Gast, der offiziell krankgeschrieben war, fotografiert wurde, von irgendwem auf Facebook gestellt und der Chef hat es am nächsten Tag gesehen, was zur Kündigung führte. Darauf haben wir natürlich überhaupt keine Lust gehabt und auch hätten wir auch nach wie vor nicht, wenn es uns noch geben würde. Wie eben schon gesagt, also die Kneipe gab es seit 35 Jahren, die Kollektive wechselten, die Ideen waren die gleichen, obwohl wir auch viele Gäste hatten, die quasi vom ersten Tag an wirklich Stammgäste waren und auch so gut wie jeden Tag gekommen sind. Kapitel 2, Birnen. Da kommen wir auch zum Birnenschnaps. Prost. Warum wir zum Birnenschnaps kommen, erkläre ich euch jetzt, es wird ein bisschen länger. Im Juli 2018 hat uns ein Schreiben von unserer Hausverwaltung, der DIM, der Deutschen Immobilienmanagement, erreicht, dass unser Vertrag zum Ende des Jahres gekündigt wird und wir am 31.12.2018 ausziehen sollen, nach zu dem Zeitpunkt über 33 Jahren. Anfangs hieß es auch noch, wir können über einen neuen Vertrag verhandeln, das wollten wir natürlich. Dann gab es immer wieder die Post, ja, die Kündigung bleibt bestehen, aber man könne über einen neuen Vertrag verhandeln.
Dann kam am 11. September die endgültige Absage mit dem Bestehen darauf, dass wir ausziehen sollen am 31.12. Mich hat die Nachricht im Urlaub erreicht. Ich saß in Athen, in Exarcha, auf dem Hauptplatz vor einem besetzten Zentrum, habe mit den Leuten Bier getrunken. Und ja, wie der Abend ausging, kann sich wahrscheinlich jeder von euch vorstellen. Es war ziemlich wüst. Die Kneipe wurde relativ schnell für normale Gäste geschlossen und wir haben uns da einfach glorreich betrunken an dem Abend. Da wir aber auch immer wieder versucht haben, mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen, wussten wir nicht, an wen sollen wir uns eigentlich wenden. In dem Mietvertrag stand eine Firma namens Firman Properties Saal und das Saal weist auf Luxemburg hin. Da haben wir hingeschrieben, es gab keine Antwort. An die Hausverwaltung geschrieben, es gab keine Antwort. Daraufhin sind dann mal Freunde von uns, die in Luxemburg wohnen, mal zu der Adresse hingefahren und haben die Adresse fotografiert. Und wir sehen jetzt im Moment quasi den Hauseingang davon. Es ist ein ganz normales Geschäftsgebäude in Luxemburg. In dem Hauseingang ist links ein Schuhgeschäft, rechts ein Sonnenstudio und dann der Verweis über diese Plaketten, dass da diverse Firmen ansässig sind. Weiter drin finden sich dann immer mehr Briefkästen für ein Gebäude, was 4 Stockwerke hat, wo jeweils angeblich 2 Büros auf jedem Stockwerk sind, sind das schon erstaunlich viele Briefkästen. Der rot umrandete ist der, bei dem es um uns geht. Ihr seht schon, da sind sehr, sehr viele Namen draufgeklebt. Für uns die entscheidende, wie wir später herausgefunden haben, ist die Park Properties Saal. Dazu gibt es allerdings noch eine Ergänzung. Und zwar hing im Schaukasten daneben dieses Bild, was ihr links seht, mit weiteren 76 Briefkastenfirmen, die alle irgendwelche lustigen Namen haben, Tea Properties, Coffee Properties, alle möglichen griechischen Götter und was den Leuten sonst so einfiel, aber auch Sun Properties und Ähnliches. Wir wussten aber immer noch nicht, wer ist unser Ansprechpartner. Daraufhin haben wir mal die einzelnen Firmennamen in die Suchmaschine unseres Vertrauens eingegeben und haben immer wieder komische Sachen gefunden, inklusive Einträge im dänischen Handelsregister, die für uns dann sich später als Gold wert erwiesen, weil in Dänemark im Handelsregister müssen die wahren Begünstigten auch von Briefkastenfirmen stehen und da tauchte der Name Pierce Global zum ersten Mal auf. Wir waren ein bisschen irritiert, was ist Pierce Global, wer ist Pierce Global? Wir haben unsere Anwälte gefragt, wir haben Mietaktivisten gefragt und niemand kannte diesen Namen Pierce Global. Daraufhin haben wir dann einfach auch Pierce Global weitergesucht und haben festgestellt, oh, es gibt ein Büro in Berlin am Kudamm, 188. Das ist direkt das Nachbarhaus von dem, wo Padovic sitzt, wo der unter anderem der Eigentümer der Liebig 34 ist. Aber auch von ganz vielen anderen Häusern. Also wer sich in Berlin mit dem Immobilienmarkt auskennt, hat von Padovic auf jeden Fall schon gehört. Zu Pierce Global war das Lustige, wie gesagt, sie hatten, als wir angefangen haben, gab es dieses Büro am Kudamm. Sie hatten eine Website online, auf der sie selbst ganz stolz erzählten, dass sie über 6.000 Wohnungen in Berlin haben. Allerdings ging die Seite sehr, sehr schnell offline, als wir angefangen haben zu recherchieren. Das fanden wir schon ein bisschen irritierend, aber wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass irgendwie 5 Klicks die Woche, dass da irgendwas nicht stimmt. Als wir das mit Pierce Global wussten, diese 76 Briefkasten, haben wir angefangen, Aushänge in der Stadt zu machen, online zu machen und haben Leute aufgerufen, hey, wer kennt diese Firmen bzw. wer wohnt bei diesen Firmen? Daraufhin gab es relativ schnell unheimlich viel Resonanz. Also uns wurden immer mehr Wohnungen gemeldet, immer mehr Häuser gemeldet, die einem von diesen 76 Briefkastenfirmen gehörten. Wir konnten irgendwann auch feststellen, dass es in dem Ganzen ein System gibt. Also zum Beispiel unser Eigentümer, die sogenannte Firman Properties Saal, der gehören 5 Häuser in Berlin, die sind aber auch quer über die Stadt verteilt. Und so ist das bei all diesen Firmen gewesen. Wenn sie Häuser in Berlin hatten, waren die Häuser quer über die Stadt verteilt. Unsere Vermutung ist, damit sich die Mieter nicht austauschen können, damit man nicht weiß, mit wem hat man es eigentlich zu tun. Innerhalb dieser 76 Briefkastenfirmen sind allerdings auch noch einige Firmen dabei, die wiederum nur die Briefkästen verwalten, die selber keine eigenen
Häuser besitzen, sondern die Eigentümer dieser weiteren Briefkästen sind. Die Briefkästen aus Luxemburg führen dann nach Zypern, auf die British Virgins, nach Panama, in all diese wunderbaren Steuerparadiese und irgendwann landet man in London bei der Familie Pierce. Wie eben auch schon gesagt, es gab mit unserer Recherche tauchten immer mehr von diesen Firmen auf. Wir konnten ihnen relativ schnell mehr als 3000 Wohnungen in Berlin nachweisen, was zu dem Zeitpunkt besonders spannend war, weil die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen auch gerade an den Start ging, die sich das als Ziel gesetzt hat, Immobilienkonzerne, Familien und Immobilieneigentümer, die mehr als 3000 Wohnungen in der Stadt besitzen, zu enteignen. Durch unsere Initiative ist Pierce Global da jetzt auf Platz 11 gesetzt. Anfangs hieß es gäbe 10 Unternehmen. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei 20 gelandet, die potenziell enteignet werden. Zu unserer Recherche gab es ein unheimlich großes Medieninteresse. Unter anderem gab es zu dem Zeitpunkt vom Tagesspiegel und Korrektiv e.V. die Aktion Wem gehört die Stadt? Und die haben sich auch Pierce Global nochmal vorgenommen, unter anderem mit diesem riesigen Artikel Das verdeckte Imperium, wo es nur um Pierce Global geht und wie sie ihr Eigentum verschachteln und dass sie ein besonderer Player auf dem Markt sind, weil sie wirklich niemand kannte. Das Schöne an diesem ganzen Artikel ist, dass er unsere Recherche zu 100% verifiziert. Aber auch die internationale Presse wurde dann auf uns aufmerksam, unter anderem die Bloomberg Business Week. Das ist eine der allerwichtigsten Wirtschafts- und Managementzeitungen. Auch die haben einen riesigen Artikel über uns und den Konzern Deutsche Wohnen gemacht, unter dem wunderschönen Titel No City Hates Its Landlord Like Berlin Does. Insgesamt kann man sagen, eigentlich von dem ersten Tag an, wo wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, damit, dass unser Mietvertrag gekündigt wurde, gab es eine riesige Presseresonanz. Wir haben in der ganzen Zeit weit über 100 Presseartikel, Interviews mit allen Zeitungen in Deutschland mit ziemlich jedem Fernsehsender gehabt, mit Radios, aber auch der internationalen Presse. Wir waren in so ziemlich jedem europäischen Land vertreten und wurden erwähnt in der New York Times, überall wurde auf einmal das Syndikat hervorgegriffen als ein kleiner widerständiger Ort, der sich gegen die Immobilienspekulation in Berlin wehrt, insbesondere in dem sogenannten hippen Kreuz Köln, Neukölln in der Nähe vom Flugfeld. Es wurde immer wieder aufgegriffen. Parallel zu dieser ganzen Recherche sind wir aber natürlich auch schon an die Öffentlichkeit gegangen, sowohl an die Medien wie auch an unsere Gäste, an Unterstützer und überhaupt. Hier links seht ihr zum Beispiel den allerersten Flyer, von dem haben wir weit über 25.000 Stück verteilt. Und wie kamen wir auf Ende Gelände? Das war der allererste Pressetext, der war so überschrieben, der in der Taz stand, glaube ich, 2 Tage nachdem wir unsere Kündigung bekannt gegeben haben. Tauchte der erste Artikel auf und der war als Ende Gelände beschrieben, oder Ende Legende, nicht Ende Gelände, das ist ja nochmal was anderes. Mit diesem Flyer, den haben wir 25.000 Mal gedruckt, verteilt auf allen großen Demos, auf allen Events in dieser Stadt. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, okay, dieser Kampf wird uns unheimlich viel Geld kosten und wir müssen Soli-Aktionen machen. Wir haben, wie in dem oberen Teil des Bildes zu sehen, wir haben T-Shirts gedruckt, davon auch weit über 1.000 Stück verkauft. Wir haben Aufkleber gemacht, allein von denen, die hier unten zu sehen sind, haben wir, glaube ich, 35.000 produziert. Aber wir hatten insgesamt 10 oder 15 verschiedene Aufklebertypen, die in der ganzen Stadt geklebt haben, die aber dann auch deutschlandweit verschickt wurden. Und wir haben sie überall in Europa gefunden. Unsere Gäste haben uns Fotos von Aufklebern eigentlich aus ganz Europa geschickt. Hier sieht man auch noch mal ein bisschen mehr. Wir haben dann auch im Deutsche Wohnen und Co. enteignen Logo Plakate gemacht mit Syndikat bleibt, Spekulation bekämpfen und Pierce Global enteignen, aber auch schon Aufkleber für unseren Räumungsprozess, weil Anfang Januar 2019 wurde dann auch eine Räumungsklage gegen uns erhoben. Parallel dazu gab es aber auch schon jede Menge Solidaritätsbekundungen für uns. So hat uns unter anderem die Prachttomate diesen wunderbaren Einkaufsblumenwagen in der Nacht- und Nebelaktion vor die Kneipe gestellt und festgekettet. Es tauchten Transparente in der ganzen Stadt auf. Es gab diverse Soli-Aktionen von allen möglichen Gruppen.
Da komme ich auch später dann nochmal auf ein paar zu sprechen. Und weil wir nie irgendeinen Ansprechpartner gefunden haben, mit dem wir über unseren neuen Vertrag verhandeln wollen, weil das ist eigentlich auch besonders wichtig, wir wollten die ganze Zeit einen neuen Mietvertrag. Wir wollten nicht, dass das nach 33 Jahren ausläuft. Aber auch Pierce Global in Berlin, aber auch die in London haben immer abgeblockt und gesagt, sie sprechen mit niemandem, sie haben zu dem Zeitpunkt weder mit Journalisten gesprochen, noch mit unseren Anwälten, aber auch nicht mit Lokalpolitikern, die sich eingeschaltet haben. Und so dachten wir, okay, da müssen wir mal vor die britische Botschaft gehen, weil Botschaften haben eigentlich die Pflicht, wenn eine Kundgebung vor ihrer Tür stattfindet, mit einem Bezug zu ihnen, das auch in ihr Heimatland zurückzumelden. Und weil wir wussten, dass einer der drei Pierce-Brüder bei einem Queen-Jubiläum auch von ihr persönlich zum Ritter geschlagen worden ist und sie Teile des britischen Establishments sind, dachten wir, okay, wenn wir zur Botschaft gehen, werden die das auch schon irgendwie an sich rantragen. Da kommen wir wiederum zum Schnaps, weil das Lustige bei der ganzen Nummer ist, wir sind nachts bei einer Schnapsidee darauf gekommen, mal zu gucken, wem gehört eigentlich die Botschaft. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, worauf ich hinaus will. Die britische Botschaft ist nämlich die einzige privatisierte Botschaft in Deutschland und die hat zu dem Zeitpunkt auch zufälligerweise Pierce Global gehört. Oben rechts im Bild seht ihr mal noch eine Ankündigung für eine unserer vielen Kundgebungen, die wir am Kudamm gemacht haben. Wir waren, glaube ich, insgesamt 16 Mal am Kudamm. Einmal im Monat sind wir dahin mit unseren Unterstützern und haben eine Kundgebung am Kudamm gemacht. Jeweils mit einem riesigen Polizeiaufgebot geschützt, weil es sehr unheimlich gefährlich ist, wenn da Leute Reden halten und sich über die Immobilienspekulation aufregen. Unser nächster Schritt war dann, nachdem wir vor der Botschaft waren, okay, komm, wir fahren nach London und versuchen, die Eigentümer zu besuchen. Dazu haben wir Mietaktivisten in London auch angesprochen und gebeten, uns zu unterstützen. Die haben uns auch sofort Unterschlupf geboten, sodass wir uns nicht in irgendeinem Hostel einmieten mussten oder brauchten, sondern bei ihnen privat wohnen konnten. Und die haben uns auch in dem Kampf vor Ort unterstützt. Wir sind an einem der Morgen dann an den Privatbüros der Eigentümer aufgetaucht. Das seht ihr oben rechts. Das ist ein wunderschönes altes Gebäude. Das war mal eine Brauerei. Eigentlich hätten wir uns auch da wieder ein bisschen Solidarität für eine Kneipe erwartet. Wer sich in einer alten Brauerei einmietet mit seinen Privatgebäuden, könnte ja eigentlich auch Solidarität für eine Kneipe haben. Das Lustige ist, da vor Ort, die sind anscheinend noch nie mit Mietern konfrontiert geworden. Die waren völlig überrascht, dass da bei ihnen jemand aufplöppt. Wie kann das sein? Wir standen vor dem Haus, wir waren auch anfangs kurz drin, als noch die Hausmeister da am Start waren und sind rein und haben unser Anliegen vorgetragen. Daraufhin wurden wir rausgeschmissen. Und die Anwesenden vor Ort haben sich dann versucht, im Foyer zu verstecken, was ein bisschen lustig war, weil dieses ganze Foyer komplett verspiegelt war. So dass auch wenn sich Leute hinter einer Säule versucht haben zu verstecken, wir sie natürlich sehen konnten. Irgendwann, das habe ich ganz vergessen dabei zu erwähnen, auf unserer Reise nach London wurden wir vom Vice Magazine begleitet, die eine Videodoku gemacht haben. Die findet ihr auch immer noch auf YouTube unter dem Titel Punks vs. Billionaires. Ist ganz nett. Als wir da standen, kam dann irgendwann jemand raus, der anscheinend wichtig war, der mit uns reden wollte. Und als er hörte, dass wir aus Berlin kommen, meinte er sofort, okay, ihr müsst nach Luxemburg, wir haben hier mit dem ganzen Ding nichts zu tun. Sie aber meinten, okay, Luxemburg ist nur ein Briefkasten. Merkte er, okay, wir haben ein bisschen Plan. Und meinte dann nur, ja, wenn ihr aus Berlin seid, ist doch eh alles halb so wild. Wenn ihr gekündigt seid, sucht euch doch was Neues. Berlin ist spottbillig. Damit aber nicht genug. Nachdem wir morgens an ihren Privatadressen waren, sind wir dann nachmittags mit Unterstützung der eben schon erwähnten Londoner Mietaktivisten zu ihren offiziellen Geschäftsräumen gegangen. Die sind in der Nähe vom Oxford Circus. Das ist so mitten die Luxusmeile in London, wo die ganzen Nobelgeschäfte sind und die ganz wichtigen Büros, die ganz großen Kanzleien. Und da in einem 30-stöckigen Büroturm hat auch Pierce Global so seinen Bürositz. Davor haben wir eine Kundgebung gemacht mit Unterstützung der Londoner Aktivisten, haben Flyer verteilt, sowohl an die Passanten wie auch an die Leute, die in dem Gebäude gearbeitet haben. Die waren alle sehr interessiert und waren auch überrascht. Niemand wusste auch, was dieses Pierce Global eigentlich ist, die da eine ganze Etage mieten. Die Leute waren sehr aufgeschlossen. Und dort wollten wir eigentlich auch eine Unterschriftenliste abgeben. Das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Wir haben parallel
zu unserem ganzen Protest gab es auch eine Unterschriftenliste, wo sich innerhalb von 2 Wochen weit über 4.000 Leute eingetragen haben, die sich für unseren Erhalt ausgesprochen haben. Das wollten wir vor Ort abgeben. Das erwies sich aber als äußerst kompliziert, weil die zuständige Security Angst hatte, dass wir da eine Bombe oder Gift oder Ähnliches reingemischt hätten. Deswegen wurde das dann irgendwie ganz aufwendig durchleuchtet und uns wurde versprochen, dass Piers Global diese Unterschriftenlisten erhalten und dass sie sich an uns wenden würden, was natürlich nie passiert ist. Nach dieser Kundgebung, das Ganze war Ende Dezember, also kurz vor Weihnachten, haben wir uns entschieden, Geschenke für die 3 Piers-Brüder zu verpacken und haben so Syndikat-Stoffbeutel gemacht und haben auch ein bisschen unseren Hausschnaps reingepackt und haben sie doch gebeten, jetzt in der Vorweihnachtszeit einfach vielleicht mal nur Sachen zu kaufen, die in diesen Beutel passen und nicht ganze Stadtteile oder Straßenzüge aufzukaufen. Und haben das Ganze an ihre Privatadressen aber auch geschickt. Wir wollten einfach, dass es so alt bei ihnen ankommt. Ganz nett, die 3 Brüder wohnen alle in sehr, sehr herrschaftlichen Anwesen, so wie man sich so ein britisches Schloss und Ähnliches vorstellt. Während der ganzen Sache gab es aber auch immer wieder Aktionen so von unserem Unterstützerinnenkreis. So wurde um die Ecke auf dem Wochenmarkt, gab es jeden Samstag einen Infostand von unseren Unterstützerinnen und uns, wo es immer auch irgendwie kostenlose Cupcakes, Kuchen und alles Mögliche gab und auch jede Menge Infos zu dem, wie der Stand gerade ist um das Syndikat und wie die Verhandlungen laufen, beziehungsweise Nicht-Verhandlungen, was als nächste Schritte geplant sind. Aber das hat sich auch sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Es ging nämlich, also auch uns ging es nie nur um uns, sondern um die Situation für Mieter, aber auch für Kleingewerbe in dieser Stadt. Und so wurde auch ganz schnell immer mehr Leute über ihre Belange zur Miete informiert und welche Schritte sie gegen ihren Eigentümer einleiten können und Ähnliches. Hinzu kommt, hier seht ihr eine wunderbare Infowand, die in der Weisestraße, Ecke Herfurtstraße in Neukölln ist, die immer wieder beklebt wurde mit allen möglichen Infos, sowohl zu Belangen, die das Syndikat angehen, aber halt auch, wie eben schon mal erwähnt, zu dem Thema Miete. Des Weiteren, hier vorne hängt auch schon so ein Wimpel, haben wir unheimlich viele Wimpel gedruckt, die wir an unsere Gäste verteilt haben, an das ganze Gewerbe im Kiez, aber auch an Bäume gehängt haben. Und die wurden immer wieder von der Polizei im gesamten Kiez abgerissen, was dazu geführt hat, dass wir natürlich noch mehr produziert haben. Das ist ähnlich wie die Story um den Basketballplatz in Connewitz. Wenn einmal das Graffiti weggemacht wird, macht man ganz schnell ein neues. Und genau so haben wir immer weiter neue von diesen Bannern produziert und überall im Kiez aufgehangen. Sieht man mal so ein bisschen den Zugang zum Feld. Nachher hing es an jedem zweiten Baum. Von diesen Bannern hängen auch immer noch jede Menge im Kiez. Auch an Balkonen, in Fenstern, überall. Dann kam unsere Unterstützerinnengruppe auch auf die Idee, Solidaritätsfotos im Kiez zu machen. Sie haben mit allen Kleingewerbeleuten ähnliche Fotos gemacht wie das hier. Sie haben mit Nachbarinnen Fotos gemacht, wo immer wieder deutlich wurde, dass eigentlich der ganze Kiez hinter uns stand und gesagt hat, so, ihr müsst bleiben und es kann nicht sein, dass mit Wohnraum und überhaupt mit Häusern so spekuliert wird, wie es gemacht wird. Dazu ist vielleicht ganz interessant zu wissen, dass gerade der Schillerkiez, das ist also der Bereich kurz vorm Flugfeld, eine Mietsteigerung von über 150% in den letzten 10 Jahren hatte, sodass den Leuten, die da schon länger wohnen, das Thema Miete absolut bekannt ist und für alle ein absolutes Reizwort ist. Und wir waren im Endeffekt so dieses Leuchtturmprojekt, was gegen den ganzen Wahnsinn gekämpft hat, weil wir viel, viel mehr Öffentlichkeit erreichen können und konnten, als das irgendein ganz normaler Mieter machen konnte. Wir haben aber auch, wie zum Beispiel auf dem Weisestraßenfest, ein Solidaritätsfoto gemacht, was später auch zu Aufklebern und zu Plakaten wurde. Das ist relativ früh bei dem Fest, deswegen sind nur so wenig Menschen mit da drauf, die auch alle natürlich gesagt haben, das Syndikat soll bleiben. Im unteren Teil des Bildes seht ihr einen riesigen Schriftzug Syndi bleibt auf einer der Rollbahnen am Tempelhofer Feld, was unsere Unterstützer irgendwann in der Nacht- und Nebelaktion gemalt haben. Genauso gab es sowohl in Berlin wie auch weit darüber hinaus unheimlich viele Solidaritätsaktionen.
Oben links seht ihr das Café Leine, ist ein kleines, als Verein betriebener Café, was sich sofort solidarisch mit uns gezeigt hat, weil auch denen natürlich das Thema Miete bekannt ist. In Wuppertal taucht ein Banner auf. Aber auch, was ich persönlich ganz schön finde, ist, in der Fankurve vom FC St. Pauli haben die Ultras St. Pauli ein Banner entrollt, Syndikat bleibt. Was ich einfach unheimlich großartig finde. Aber auch, wie eben schon erwähnt, die Sea-Watch hat bei all ihrer leider nötigen Arbeit, die sie im Mittelmeer haben, wobei sie immer wieder behindert werden, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, auch immer noch Zeit gefunden, auch eine Solidaritätsaktion für uns zu machen oder ein Solidaritätsfoto zu machen. Was ich persönlich wirklich sehr, sehr rührend finde und wirklich toll finde, als das kam. Aber genauso haben uns Fotos von überall aus der Welt erreicht. Hier ist eine Sindicato-Bar aus Brasilien, die sich mit uns solidarisch gezeigt hat. Genauso hat ein halbes Dorf aus dem Baskenland, wir haben ganz gute Verbindungen ins Baskenland, hat sich auf dem Dorfplatz getroffen und ein Foto für uns gemacht und gesagt, wir müssen bleiben. Einer der Ersten, der sich solidarisch erklärt hat, war Tom Morello von Rage Against the Machine. Der hat ein Video für Instagram gedreht und gesagt, dass das Syndikat bleiben muss, weil das seine Lieblingsbar in Berlin ist, wenn er denn mal vor Ort ist. Und so hat sich das einfach immer weiter selbst entwickelt. Am 29. Oktober 2019 kam es dann zu unserem Gerichtsverfahren, also zu dem Räumungsprozess, der Anfang des Jahres angeschoben wurde, wo wir auch massiv hinmobilisiert haben. Das Ganze hat am Landgericht am Tegeler Weg stattgefunden. Es waren unheimlich viele Leute da. Wir haben im Vorfeld wurden uns Auflagen gemacht, die an einen Terrorprozess erinnern. Also unsere Anwälte sollten durchsucht werden, die Zuschauer sollten alle ihre Personaldokumente kopiert und gespeichert werden, es sollte nicht mitgeschrieben werden, also man durfte keine Stifte mit reinnehmen und Ähnliches. Das meiste davon konnten unsere Anwälte zum Glück abwenden. Was es allerdings gab, war sehr, sehr penible Einlasskontrollen, sodass sie pro Person fast 5 Minuten gedauert haben. Der Saal, obwohl es der größte am Landgericht Berlin war, war viel zu klein. Es hat nur ungefähr ein Drittel der Leute reingepasst, von denen, die anwesend waren. Wie dann auch ein Anwalt sagte, der zufällig vorbeilief, so einen Andrang hätte er noch nie erlebt. Und die Leute haben wirklich gebrannt und wollten rein und wollten sich das angucken. Man kann auch dazu sagen, also in dem Gerichtsverfahren, die Gegenseite war mit 2 Anwälten da, die haben gezittert. Die hatten wirklich Angst davor, dass in dem Gerichtssaal irgendwas passiert. Deswegen waren auch 5 bewaffnete Polizisten in dem Gerichtssaal, um sie zu schützen. Und sie hatten wirklich panische Angst davor, was da irgendwie passieren könnte. Ich frage mich zwar, was in dem Gerichtssaal so weit passieren könnte, aber vielleicht waren sie auch einfach eingeschüchtert, weil ihnen klar war, dass wir mit mindestens 3 Anwälten vor Ort sein werden. Wir waren 2 Beklagte, 3 Anwälte und dann hatten wir noch eine Protokollantin dabei, um für uns sofort besser zu wissen, was hier eigentlich gerade passiert und gegebenenfalls darauf reagieren zu können. Wie leider nicht anders zu erwarten, haben wir den Prozess verloren, weil das höchste zu schützende Gut in diesem Land ist Eigentum und wer Eigentum hat, darf frei darüber verfügen. Kommen wir jetzt zum 3. Thema, Bullen. Dadurch, dass wir den Gerichtsprozess verloren haben, hieß es dann, okay, es gibt ein Räumungsurteil. Wir sollten daraufhin am 17. April diesen Jahres geräumt werden. Das wurde dann aber ausgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie, weil mit Protesten zu rechnen gewesen sei und dadurch wäre auch die Sicherheitsabstände nicht zu gewährleisten und man wisse nicht, wie viele Polizisten man brauche und das sei alles zu gefährlich und deswegen könne man das nicht machen. Deshalb wurde die Räumung am 17. April ausgesetzt. Ziemlich schnell kam dann aber Post, dass die Räumung am 7. August stattfinden soll. Und hier links seht ihr dann einfach mal kurz alle Termine, die wir für die Woche davor organisiert haben. Also es gab eine Musikkundgebung eine Woche davor, wo wir die ganze Straße bespielt haben mit einer fetten Bühne. Am Tag danach gab es eine große Demo, die auch deutschlandweit durch die Medien ging, weil es relativ schnell von der Polizei eskaliert wurde. Gleichzeitig gab es aber auch Blockadetrainings von Ende Gelände und Fridays for Future organisiert, wo sich auf einmal so Klimakampf und Kampf um Stadt zusammengefunden haben und gemeinsam aus ihrem Erfahrungsschatz geschöpft haben.
Parallel dazu sind aber auch Leute von uns, aber auch von anderen bedrohten Projekten wie der Potze, Drugstore, Liebig 34, der Meuterei und Ähnliches sind durch ganz Deutschland gefahren, durch Jugendzentren, durch autonome Clubs und Ähnliches und haben mobilisiert dafür, dass Leute nach Berlin kommen, um gegen diese Räumung zu demonstrieren. Am 7. August selber wollten wir die lange Nacht der Weisestraße mit unseren Unterstützerinnen feiern. Unsere Idee war es, vor der Kneipe die ganze Straße mit Menschen voll zu machen, Konzerte zu spielen, Videobeiträge, Diskussionen und Ähnliches, um die ganze Nacht davor zu sitzen und um die Räumung möglichst zu erschweren. Da wurde dann leider nichts draus, da hat uns die Polizei einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auf der rechten Seite des Bildes könnt ihr sehen, wie sich die Polizei nämlich diese Räumung vorgestellt hat. Das im Grün sind alles Sperrbereiche, wo niemand hin durfte, wo keine Kundgebungen stattfinden durften, wo nichts stattfinden durfte. Das kleine Kästchen in Blau, in der Hausnummer 56, das war das Objekt der Begierde der Polizei, das Syndikat. Diese Dreiecke, das waren drei angemeldete Kundgebungen, die es gab. Und diese roten Linien, das waren Hamburger Gitter, Drängelgitter, mit denen verhindert werden sollte, dass auch Anwohner sich eventuell noch mit uns solidarisieren können oder Ähnliches. Und hinter dieser gestrichelten Linie war auch der Pressebereich, wo sich später der ein oder andere Journalist versammeln durfte. Aber auch da gab es immer wieder Probleme, dass nicht alle Journalisten zugelassen wurden, weil es hieß von der Polizei, dass unter dem Deckmantel des Journalismus durchaus mit Straftaten zu rechnen ist. Was ich eine ziemliche Frechheit finde, wenn Leute mit einem ordentlichen Presseausweis kommen, bekannte Journalisten sind und denen wird gesagt, sie würden ihren Presseausweis nur dafür nutzen, um irgendwie Randale zu machen. Der Einzige, der sich wirklich frei bewegen durfte, ist dieser Praktikant von Bild TV. Der durfte sich überall in der Sperrzone bewegen. Der ist dann später bekannt geworden, als er bei der ersten großen Schwurbel-Demo immer nicht wusste, wer Harry Kirschner ist. Dem einen oder anderen ist es vielleicht ein Begriff. Und auf der linken Seite seht ihr, wie sich unsere Unterstützer eigentlich dieses Ganze vorgestellt haben. Sie wollten nämlich eigentlich eine große Party machen und die Räumung verhindern. Weiteres absurdes Ding bei der ganzen Nummer ist, dass der 7. August auch der internationale Tag des Bieres ist, wo wir uns schon wieder geärgert haben, wie kann es sein, dass an diesem Tag auch noch eine Kneipe geräumt werden soll. Auf der linken Seite seht ihr jetzt ungefähr, wie das nachts aussah, an der Absperrung, wo die meisten Kundgebungen waren. Die Polizei hat insgesamt die ganze Straße mit drei Lichtmasten taghell ausgeleuchtet. Dazu liefen Generatoren und die Polizeiautos hatten die ganze Zeit ihre Motoren an, sodass die Nachbarn auch wirklich einfach nicht mehr schlafen konnten. Gleichzeitig waren unheimlich viele Leute ab abends 20 Uhr bis zum nächsten Mittag im Kiez unterwegs und haben versucht, die ganze Räumung zu verhindern bzw. zu erschweren. Rechts unten seht ihr ein Bild von dem Morgen kurz vor der Räumung. Die Polizei hat so ziemlich alles aufgefahren, was in ihrer Macht steht. Also es gab, offiziell heißt es ein Helikopter, es waren zwei Helikopter zu sehen. Es gab Höhenkletterer, es gab Drängelgitter, es gab die erwähnten Lichtmasten, es gab einen Funkmast, der auf dem Tempelhofer Feld aufgebaut wurde, wofür auch immer. Es gab Klettereinheiten auf den Dächern, es gab eine Hundestaffel. Und wie wir im Nachhinein durch Anfragen im Abgeordnetenhaus erfahren haben, waren insgesamt 2.274 Polizisten im Einsatz, davon 159 in Zivil, die also die ganze Zeit zwischen uns rumstreunerten. Und diese ganze Anzahl an Polizisten kam auf sagenhafte 12.980,24 Einsatzkräftestunden, so heißt es dann offiziell. Und man stellt sich das vor, das Ganze nur dafür, dass eine kleine Kneipe geräumt wird. Es ging nicht darum, einen Stadtteil zu evakuieren oder Ähnliches. Hier sieht man jetzt ein Bild, wie der Gerichtsvollzieher Herr Bossin morgens um 9 dann leider das Gericht betritt. Die Kneipe betritt. Jetzt muss ich kurz aus der Präsentation rausgehen. Jetzt gibt es ein kleines Video davon, wie das am Morgen kurz vor der Räumung und kurz nach der Räumung an der Kundgebung
abging, von der wir eigentlich auch hätten das Syndikat sehen müssen. Das war eine der wenigen Auflagen, die das Gericht gemacht hat, dass man von den Kundgebungen aus die Kneipe sehen soll. Das war aber nicht möglich, weil die Polizei es wichtiger fand, ihren Klowagen in die Sichtachse zu stellen, sodass wir immer zusehen konnten, welche Einheiten gerade auf Toilette gehen. Jetzt spiele ich mal das Video ab. Und jetzt noch ein paar Worte vom Syndikatkollektiv. Hallo ihr! Danke allen, die das heute Nacht hier mitgemacht haben, die heute den ganzen Tag über hier sind. Danke an all diese Nachbarn, die das jetzt seit Wochen den Lärm hier ertragen mussten, aber uns weiterhin unterstützt haben, mit uns solidarisch waren. Danke euch! Das war ein kleiner Eindruck von dem Morgen der Räumung. Ihr habt dabei ja auch gesehen, wie die ganzen Journalisten so genau gegenüber standen. Was wirklich abgefahren war, ist, es gab Live-Schaltungen bei RTL und NTV um 9 Uhr, wie diese Kneipe geräumt wurde. Man kann es überhaupt nicht vorstellen. Es geht immer noch um eine kleine Kneipe. Es geht nicht um irgendein ganz wildes Zentrum oder irgendwas. Es geht um eine Kneipe, die darum gekämpft hat, dass ihr Mietvertrag verlängert wird. Aber man konnte auch immer wieder sehen, wie die Polizei immer wieder auch versucht hat, in unsere Kundgebung reingestürmt ist, Pfefferspray gesprüht hat, Leute verprügelt hat, Leute festgenommen hat, obwohl an diesen Orten wirklich nichts passiert ist. Es sind dann irgendwann Plastikflaschen auf die Polizei geschmissen worden, weil die Leute wirklich wütend und sauer waren. Das Ganze wurde gemacht, um, wie man als auch in den Bildern sieht, danach die Kneipe zuzumauern. Die Fenster sind zugemauert, die Tür ist vernagelt. Es wurde also geräumt, einfach dafür, dass es jetzt leer steht.
auch die Mauern müssen eigentlich entfernt werden, weil es in dem Raum auch eine Gastherme gibt und die Feuerwehr derzeit keinerlei Zugangsmöglichkeit dazu hat. Kurz nach der Räumung stellte sie aber auch raus, dass Securities im Haus eine eigene Wohnung bezogen haben, von wo aus sie den Eingang sehen konnten, immer zu dritt bis zu fünft vor Ort waren, von ihrem Balkon aus Leute bepöbelt haben, Nachbarn angepöbelt haben, nachts durchs Haus liefen, an alle Wohnungstüren klopften, in die Fenster mit Maglights reinleuchteten und so weiter und so fort. Es haben sich in den Wochen danach, eigentlich bis jetzt der Winter angebrochen ist und es wirklich kalt und ungemütlich wurde, auch jeden Abend unheimlich viele Gäste vor der Kneipe getroffen, einfach um gemeinsam zu cornern, das Ganze aufzuarbeiten, was da passiert ist, ihre Wut Ausdruck zu verleihen, aber auch einfach, um einen Ort zu haben, wo man sich weiterhin sieht, sich miteinander austauschen kann, miteinander auch vielleicht auch nächste Aktionen besprechen kann und sich überlegen kann, wie man ja, einfach diesen Ort weiter am Leben erhält. Auch da wurde regelmäßig dann von den Securities die Polizei gerufen wegen Lärmbelästigung. Sie kamen dann immer wieder und haben gesagt, ja, Anwohner hätten sie informiert darüber, dass es zu laut war, während dann gleichzeitig die Securities schon feixend oben standen auf ihrem Balkon und sich kaputt lachten. Es hat aber auch zu nichts geführt. Das Einzige, was wir verhindern konnten, ist, dass einer der Securities, der immer in Thorsteiner-Klamotten und Ähnlichem unterwegs war, der wurde relativ schnell entfernt, weil auch in dem Haus jede Menge migrantische Menschen wohnen oder auch als links gelesene Menschen wohnen und das einfach gar kein Zustand war, dass in der Straße, in dem Kiez jemand unterwegs ist, der ganz klar sich als Nazi begreift und sich so versteht. Hier auf der zugenagelten Tür seht ihr auch nochmal diese 2274. Das ist wie gesagt die Anzahl der Polizisten, die für die Räumung insgesamt eingesetzt wurde. Und jetzt habe ich noch ein paar Twitter-Impressionen von danach, was nach der Räumung passiert ist, beziehungsweise wie Leute die Räumung aufgefasst haben. Ganz unten könnt ihr nochmal in den Bildern sehen, das konnte man eben auch in dem Video sehen, da wurde ein junger Mann an den Gittern wirklich von der Polizei festgehalten, versucht durch die Gitter zu ziehen, teilweise den Kopf drüber zu ziehen. Der ist später auch auf dem Boden entlang geschleift worden, immer wieder mit dem Kopf auf den Boden geschlagen worden. Das Gute ist, dem jungen Mann geht es soweit gut. Was ein bisschen interessant an der ganzen Nummer ist, wie ich eben schon mal sagte, wir waren bis zu Beginn dieses Kampfes wirklich eine komplette Offline-Kneipe. Wir hatten nicht mal einen E-Mail-Account oder Ähnliches. Wir haben uns zu Beginn des Ganzen einen Twitter-Account zugelegt, der mittlerweile fast 9000 Follower hat. Wir haben mittlerweile einen Telegram-Channel mit fast 2000 Followern, einen E-Mail-Verteiler mit irgendwie 1300 Leuten, die da drin sind, die nach wie vor an Themen rund um das Syndikat, aber auch zum Thema Miete interessiert sind, das auch immer wieder abrufen und sich zurückmelden, auch bei uns. Also es ist auch immer noch so, wenn Leute von uns durch den Kiez laufen, wir werden von den Nachbarn gefragt, wann macht ihr endlich wieder ein neues Syndikat auf, wann kommt ihr zurück? Und die Leute sind, also die Anwohner sind auch nach wie vor wirklich wütend und schockiert darüber, wie die ganze Räumung verlaufen ist. Aber natürlich auch, wo so viel Aufmerksamkeit auf so einem Thema liegt, der Hashtag Syndikat und Hashtag Syndikat bleibt, war an dem Tag der Räumung einer der Top Twitter-Trends in ganz Deutschland. Und wo Aufmerksamkeit zu gerieren ist, ist auch Falko Lieke nicht weit. Das ist der Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit, der auch immer wieder die Räumung ermöglichen wollte mit seinem Gesundheitsamt, mit seinem Ding. Er nennt sich selber auf Twitter Falcone One, nach dem italienischen Mafia-Staatsanwalt. Er selber wäre gerne ein unheimlich harter Law-and-Order-Politiker, am liebsten Innensenator. Der ein oder andere von euch wird ihn vielleicht auch kennen, mitten in der Pandemie, wo Neukölln ja auch einer der Hotspots ist und war, kam er mit seiner CDU auf die Idee, mit einem gelben Lamborghini gegen Clankriminalität zu agieren. Mittlerweile wird gegen sie selber ermittelt, wegen Verwendung von Kennzeichen, die an einem Auto nicht hätten sein dürfen, Nötigung von Leuten und Ähnlichem. Aber auch die FDP versucht natürlich sofort, sich draufzusetzen, wenn es irgendwo mal ein Thema gibt. Die damalige Generalsekretärin empfand diese Räumung als einen guten Tag für Verfassungspatrioten, was auch immer das sein soll. Ich habe es bis heute nicht verstanden, aber gut, wenn man die Chance hat, Aufmerksamkeit zu gerieren, versucht man es natürlich. Und das waren Plakate, die am Tag nach der Räumung bei uns im Kiez
aber auch in großen Teilen Berlins aufgetaucht sind, ja, schafft 2, 3 viele Syndikate gegen den Leerstand und für linke Freiräume und für antikapitalistische Freiräume. Hier sind nochmal die Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Und ansonsten bleibt mir nur, mich zu bedanken hier bei dem Open Infrastructure Orbit, dass wir hier oder dass ich jetzt hier auch reden durfte und das Syndikat euch vorstellen durfte. Und wenn es noch Fragen gibt, gerne, stehe ich dazu natürlich gerne bereit. Christian, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für den Vortrag. Wir haben Fragen für dich, aber wenn ihr euch jetzt noch einfällt, Mensch, jetzt noch eine Frage für Christian, dann schreibt die uns gerne noch. Wir haben das auch schon eingeblendet. Es gibt einen ISC-Channel, steht auch in der Stream-Beschreibung. Als Hinweis, wir sind ungefähr eine Minute früher als ihr, die ihr das gerade im Stream seht. Das heißt, es braucht immer eine Minute, bis die Frage bei uns ankommt. Genau, ich laufe mal da drüben. Die erste Frage. Im Moment wird in Berlin viel über das Für und Wider des Mietendeckels diskutiert. Welche politischen Maßnahmen würdest du dir vorstellen, um die Mietensituation zu verbessern? Der Mietendeckel ist sicherlich ein ganz wichtiger Schritt jetzt im Moment. Auch wenn er erstmal nur für 5 Jahre gelten soll, wenn er jetzt im kommenden Jahr vor dem Verfassungsgericht Bestand hat, das wird sich, glaube ich, soweit ich weiß, im zweiten Quartal des Jahres klären. Das ist jetzt erstmal ein ganz wichtiger Schritt, um diese Situation auf dem Mietmarkt mal irgendwie zu stabilisieren im Moment. Jetzt dürfen ja erstmal die Mieten nicht steigen. Viele Mieten, ich glaube von fast 340.000 Berliner Haushalten, mussten gesenkt werden. Das ist im Moment ein ganz großer, wichtiger Schritt, sodass man nicht mehr seine ganze Kohle für die Miete aufwenden kann, sondern vielleicht auch mal wirklich ein paar Euro über hat für Lebensmittel oder einfach auch für irgendwas Schönes, was man sich gönnt. Es ist absolut notwendig, dass Wohnraum endlich der Spekulation entzogen wird. Es kann nicht sein, dass man mit Wohnraum oder mit Häusern an sich, dass es darum geht, Rendite zu erwirtschaften. Wohnraum ist ein Menschenrecht. Wir alle brauchen eine Wohnung. Und wenn damit auch an der Börse spekuliert wird, wie man jetzt auch sieht, Deutsche Wohnen ist im DAX, Vonovia ist im DAX. Das heißt, von 10 Unternehmen sind 2 schon mal der Wohnungswirtschaft. Oder 30 sind im DAX, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall 2 Unternehmen der Wohnungswirtschaft sind dabei. Da wird ganz massiv mit Wohnraum spekuliert. Und die Rendite, die sie auszahlen, wird aus den Mietern rausgepresst. Und Vonovia und Deutsche Wohnen sind ganz massiv in Berlin am Start. Deswegen heißt es ja auch dann das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil das einfach der größte Player hier in Berlin ist. Es gibt viele Menschen, die zumindest subjektiv erzählen, dass es eher schwieriger geworden ist, eine Mietwohnung zu finden, seitdem der Mietendeckel in Kraft getreten ist. Du hast ja schon gesagt, das ist eher so eine Übergangslösung. Was muss denn jetzt als nächstes passieren, damit es auch wieder einfacher wird, eine bezahlbare Wohnung zu finden? Im Moment halten ganz viele Vermieter ihre leerstehenden Wohnungen zurück, weil sie darauf spekulieren, dass das Bundesverfassungsgericht das kippt und sie wieder ihre Fantasiemieten aufrufen dürfen. Dagegen müssten eigentlich die Bezirke vorgehen, weil es gibt Fehlbelegungsgesetze. Und wenn eine Wohnung länger als 3 Monate leer steht, ohne einen wirklich sachlichen Grund, kann sie sogar beschlagnahmt werden. Oder der Vermieter kann gezwungen werden, sie zu vermieten. Das müssten jetzt die Bezirke machen. Das ist die Aufgabe der Politik. Wenn ich ein Gesetz einführe, muss ich es auch durchsetzen. Und dann kann ich nicht sagen, oh, da fehlen uns jetzt aber die Leute. Dann müssen sie es durchsetzen. Und das kann einfach nur der erste Schritt sein. Okay, danke. Was hältst du von Aktionen wie Deutsche Wohnen enteignen? Ist das zielführend? Auch das ist sicherlich, also ich bin ein großer Verfechter davon. Ich finde, Wohnraum sollte natürlich rekommunalisiert werden, vergesellschaftet werden. Wie ich eben schon gesagt habe, mit Wohnen darf nicht oder sollte nicht spekuliert werden und es sollte nicht an Renditeerwartungen geknüpft sein, weil wir alle müssen wohnen. Und Wohnraum ist nicht so einfach reproduzierbar wie sonst alle sehr, sehr viele Güter im Kapitalismus. Wohnraum ist begrenzt und wenn man damit spekuliert, muss dem Einhalt geboten werden. Und wenn man das vergesellschaftet, was ich persönlich gut finde, besteht eine Chance darauf, dass es wieder bezahlbar wird und auch wirklich jeder die Chance hat, eine Wohnung zu bekommen. Okay, danke. Nächste Frage. Habt ihr eine Vermutung, was mit dem Gewerberaum nach der Räumung geplant ist? Leider nein. Also bis jetzt steht er nach wie vor leer, es ist nach wie vor zugemauert. Man muss auch dazu sagen, der Raum war soweit wir wissen, seit 1904 Kneipe. Dieser ganze Raum atmet Kneipe. Die Wände sind voller Nikotin und Alkohol. Wir haben zwischendurch gestrichen, es hat einen Tag gedauert, da kam das Nikotin wieder durch. Sie müssen das komplett entkernen. Wer schon mal im Syndikat war, weiß, hinten ist es ein relativ langer, dunkler Schlauch.
was da anderes als irgendwie eine Kneipe rein kann, erschließt sich mir gar nicht wirklich. Es ist, man kann natürlich noch den x-ten Coworking Space da reinmachen oder noch am besten noch in Starbucks, weil ist jetzt ja in der Nähe vom Tempelhofer Feld. Aber was sie da wirklich vorhaben, keine Ahnung. Vielleicht steht es auch einfach leer, weil dann kann man das auch noch abschreiben. Wobei sie ja in Berlin gar keine Steuern zahlen. Das habe ich eben ganz vergessen. Diese Eigentümer, die den 5 Häuser gehören, die haben 2018 1,2 Millionen Euro erwirtschaftet in Berlin mit diesen 5 Häusern und haben dafür dann in Luxemburg sagenhafte 535 Euro Steuern gezahlt. Wer ein Gewerbe hat oder wer selber so einen Job hat, dass er Einkommensteuer zahlen muss, weiß, wie wenig das ist. Wir als Gewerbe haben im Monat ein Vielfaches an Gewerbesteuern bezahlen müssen. Aber auch das spielt anscheinend alles überhaupt keine Rolle. Okay, da entsteht gerade noch eine weitere Frage. Ihr habt rechtlich kreativ mit Demos alles Mögliche gemacht, um das Syndikat erhalten zu können. Haben wir überhaupt noch eine Chance? Haben wir überhaupt noch eine Chance? Ja, das ist eine absolut gute Frage. Wir haben auch wirklich, also unsere Anwälte waren auch sehr kreativ vor Gericht. Sie haben versucht, über alle möglichen Wege zu gehen. Leute, die unsere Klageerwiderung gelesen haben, die sich juristisch auskennen, meinten, hui, das ist ein Sprung, das könnte auch eine Doktorarbeit werden. Weil nämlich auch gerade das Gewerbemietrecht ist unheimlich alt und da wird seit vielen Jahrzehnten einfach nichts dran geändert. Das stammt noch aus einer Zeit, als man davon ausgeht, dass Geschäftsinhaber und Wohnungs- oder Hausinhaber, dass sie ein gemeinsames Interesse haben, nämlich zu vermieten bzw. zu mieten. Das mag auch so lange noch funktioniert haben, wie ein Eigentümer ein, zwei Häuser hatte und wirklich ein Interesse hatte zu vermieten. Während jetzt, wo ganz viel irgendwelchen riesigen, milliardenschweren Konzernen gehört, da ist einfach dieses Gleichgewicht zwischen einem Gewerbetreibenden und dem Eigentümer nicht mehr gegeben. Die können jetzt einfach aufrufen, was sie wollen und wenn sie es nicht vermieten, schreiben sie es von der Steuer ab. Passt auch. Insofern, es muss am Gewerbemietrecht muss sich ganz dringend was ändern, weil gerade so mittleres und Kleingewerbe hat überhaupt keinen Schutz und auch keine Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen. Da muss unheimlich viel geändert werden. Okay. Gibt es einen neuen potenziellen Standort für das Syndikat? Bis jetzt leider noch nicht. Wir suchen natürlich, wir hoffen auch wenn ihr jetzt was hört, am liebsten natürlich im Schillerkiez. Bisher antwortet uns keiner auf unsere Fragen. Wir treten da auch erstmal natürlich nicht als Syndikat auf, weil da hat ja vielleicht der ein oder andere Vermieter jetzt keine Lust drauf. Wobei wir auch gleichzeitig von unserer alten Hausverwaltung auch eine Bestätigung haben, dass wir super Mieter waren. Wir haben 35 Jahre pünktlich die Miete gezahlt. Wir hatten keinen Stress mit den anderen Mietern. Es war also eigentlich für Vermieter ideal. Ein langfristiges Interesse besteht. Wir wollen nicht nur ein Jahr irgendwie so ein bisschen Start-up und wir machen mal Kneipe in Berlin, sondern wir haben ja ein Interesse. Wir leben in diesem Kiez und wollen auch in dem Kiez was machen. Wir sind da fest verankert. Also wenn jemand von euch ein Objekt im Schillerkiez zufällig noch irgendwie kennt oder Papa besitzt sogar eins, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns. Jetzt ansonsten bleibt uns vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass durch die ganze Corona-Krise die eine oder andere Hipsterbar, die in den letzten Jahren da aufgeplöppt ist und die sich hauptsächlich an Touristen wendet, die zum Flugfeld gehen, dass die vielleicht das nicht überleben und wir dann doch vielleicht irgendwo da wieder rein können. Ansonsten suchen wir aber auch in der ganzen Stadt Räumlichkeiten, weil auch wie eben schon gesagt, ja, wir wollen viele Syndikate schaffen, wir wollen viele Orte schaffen, wo man selbstbestimmt arbeiten und leben kann und sich versuchen, so weit dem Kapitalismus zu entziehen, wie es möglich ist, solange wir noch in diesem System leben müssen. Letzte Frage, was ist deine neue Lieblingskneipe? Ja, das ist eine gute Frage. Die Kneipe wurde ja mitten in der Pandemiezeit geräumt und seitdem ist Kneipe ja einfach nicht mehr so möglich, wie es vorher war. Insofern, ich habe noch keine neue Lieblingskneipe. Natürlich gibt es Kneipen, mit denen man auch lange schon verbandelt ist. Also ich sage auch immer so, dass das Clash zum Beispiel ist unsere kleine, viel größere Schwester. Da sind Leute drin, die waren vorher im Kollektiv vom Syndikat und haben dann das aufgemacht. Genauso war ich auch immer gerne auch in der Meuterei oder in vielen anderen Kneipen. Aber auch ganz viele andere linke oder Kollektivkneipen wie die Tristessa oder auch ja, die Meuterei, das Cafetisch, sind alle bedroht. Auch denen droht in den nächsten der Meuterei, die hatten schon ihren Räumungsprozess, da ist auch nur eine Frage der Zeit, bis sie geräumt werden. Tristessa und Cafetisch werden die Mietverträge nicht verlängert. Auch da ist es absehbar, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn das alles so weiterläuft, die nicht mehr existieren werden. Ich weiß noch nicht, was meine neue Lieblingskneipe ist. Das wird sich zeigen. Ich hoffe, dass wir einfach wieder ein neues Syndikat haben und unser Wohnzimmer zurückbekommen.
und wir dann da wieder unsere Lieblingskneipe haben werden. Super, vielen Dank. Wir machen weiter gleich hier mit Programm, aber falls euch jetzt noch Fragen in den Kopf schießen, es gibt wie immer unseren Anschluss-Discussion-Raum, das ist unter discussion.rc3.ojo.social. Da wird Christian gleich auch sein, da könnt ihr ihm noch Fragen stellen, mit ihm ein bisschen schnacken. Christian, vielen Dank für den Vortrag hier heute. Danke. Und dann geht es bei uns gleich weiter mit Programm, welches genau wissen wir noch nicht, denn der Vortrag, der eigentlich stattfinden sollte um 16 Uhr, der wurde leider abgesagt. War es 16 Uhr? Um 16.30 Uhr, der eigentlich um 16.30 Uhr stattfinden sollte, der wurde abgesagt. Aber vermutlich organisieren wir spontan ein Ersatzprogramm. Bis gleich.